bisschen Clay habe ich schon. Wird man von dem eigentlich auch gejagt, sobald er einen sieht, ne? Ja. Warum mir das beim letzten Mal nicht aufgefallen ist. Drum. So, ich brauche... Spikes, ne? So, trinken. Das passt mir sehr gut. Ich habe da nämlich ein Wasser gefunden, das wir mal nehmen. Wir brauchen Holz und das zu Tonnen. Oh ja, jetzt bin ich gejagt. Ah ja. Hua! Zombie. Mhm. Da irgendwo ist auch das Loch. Ist das bei dir, wo es so zugeht? Ist bei mir, ja. Okay. Steine, die sind gefragt. So, ich muss mal meine Steinaxt zerlegen. Ups. Und dafür greift man neue. Ja, neue wie machen wir das mit den Skillen? Wir werden sie das, glaube ich, aufteilen, gell? Ich skill halt Werkzeug. Ja, ich glaube, ich habe sie vorhin gesagt, ich habe in Tyrannosaurus dazu genommen. Beziehungsweise wie ein wildes Tier, glaube ich, heißt im Deutschen. Mhm. Die Tibra konzentriert sich momentan auf die Herstellung der Werkzeuge und der Waffen. Ja. Sollten wir irgendwo eine Obergrenze erreichen und noch Punkte haben, dann vergeben wir halt immer das, was der andere jeweils hauptsächlich skillt. Also sprich, die Tibra wird natürlich so wie ich irgendwann das Survival dazu nehmen und dass sie halt weniger essen und trinken braucht. Survival Camel. Oh, jetzt haut mich den wieder auf der Arschbacke. Ja, nicht nur ich hab's auf deinen Knackarsch abgesehen. Hm? Oh. Ui. Deutlich schneller wie ich. Ja, die laufen alle unterschiedlich. Ist mir aufgefallen. So. Alter, der holt was aus. Das ist ja unwahrscheinlich. Das ist nicht meine Steinäxte. Oder habe ich das falsche angeklickt? Ah, das ist das. Ah, ein Birdie Nest. Jawohl, mitten durch den Thorax. So. Mhm. Ah. So. Jetzt ist der natürlich wieder aufgestanden. Alter. Sachse. So, den haben wir. Was fehlt? Bitte. Ah, okay. Entschuldigung. Den haben wir auch. Aber ich glaube. Ah, okay. So. Zerlegen. Wo waren wir? Kakteen. Ja. Ja, und beim Skillen. Also, wie gesagt, Tibra konzentriert sich auf die handwerklichen Sachen, ich momentan eher auf die Überlebens- Sachen, weil ich eher der sein werde, der viel looten geht, viel jagen. Mhm. Tibra wird eher die sein, die jetzt einmal momentan schaut, dass unser Dachgarten steht. Und Herd, ne? Und die Ressourcen, ja, die klassische Rollenverteilung halt, wie man es kennt, ja. Die Frau am Herd, der Mann auf der Jagd. Genau. Nein, hat bei uns natürlich den Grund, weil ich tue nicht so die Tibra halt einfach ja aufgrund dessen, dass sie einhändig spielt oder spielen muss, weil sie sucht sie es ja nicht aus. Ja. Natürlich ein bisschen ein Handicap hat, was die schnellen Bewegungen betrifft. Mhm. Aber ich probiere es. Ich bin voll dabei.
So, ich habe mich mittlerweile mit den Kaktusfrüchten auf 33% gebracht. Na, das ist ja schon was. Deswegen, wenn wir looten gehen zu zweit, ist es für mich auch immer einfacher, ne? Yep. Na, geh her, du kleines Steinchen. So. Redlich nähert sich das Eichhörnchen. Mhm, so kann man das nennen. Du sagst es gerade. Wie schaut es bei dir aus mit Nahrung? Geht's noch? Ich bin auf 13. Schneebären hast du schon reingeschmissen, ich drei? Ich bin gerade dabei. Die kannst du alle 24. Yucca Fruits, glaube ich, habe ich auch ein paar auch dabei. Schauen wir mal. Ja, da habe ich Yucca Fruits. Komm schon. So, wenn wir den Bellow haben, was brauchen wir dann noch für die Forge? Die Forge. Okay. Na, welche Materialien? Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr auswendig. Okay. Jede Menge auf alle Fälle. Das wäre doch schon ganz nett. Viel Stein. Okay, na, da bin ich dabei. Das passt. Und eine Eisenrohr. Genau, das haben war's. Haben wir. Mhm. Deshalb habe ich das erste, glaube ich, gleich aufgehoben. Genau, einfach WCs abbauen, ja. Ja, und wir haben ja jetzt sogar eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine Chemiestation. Mhm, nur ein bisschen weiter weg. Sie sagt, ja, aber die besser wie nix. Naja, man könnte sie doch gelegentlich starten für ein Antibiotikum. Genau. Das ist ja sehr cool. Ja, ich gescheiter habe wieder mal nicht meine Kopfbedeckung gewechselt und bin schon auf 101 Fahrenheit. Yep. Leider gibt es noch immer keine Celsius-Angaben. Aber gibt es da nicht irgendwas zum Einspielen? Ja, Mods, aber das mit den Mods ist immer, da muss dann bei jeder Patchung immer. Okay. So. Golden Rod ist relativ wenig. 63%. Na bitte. Und das cool. Alles mit Kaktin. Ja, da könnte ich auch wieder mal weiter essen, gell? Ist übrigens im Gegensatz zum Mais, kann man sie mit dem, wie ihr seht, also wirklich wieder hochbringen. Beim Mais muss man schon ein Feld finden, wie es zum Beispiel in Navetskane ist, so das Riesen-Maisfeld. Ansonsten ist das eher nicht möglich. Der Mais gibt da doch nur einen Punkt pro Maiskolben. Ja. Außer sie haben da was geändert dran. Da sind sie. Ist ja immer Halbwissen, weil ich gehe davon aus, dass das alles gleich geblieben ist. So. Sind bei dir Zombies? Jo. Okay. Ich weiß nicht, warum ich immer mit Pfeil und Bogen schieße. Mit was willst du denn schießen? Na, mit der Steinaxt. Wenn ich mit der Stein. Genau. Wenn sie kaputt ist, schmeiß sie einfach nach einem Zombie. Das wäre ja cool, wenn man die als Wurfaxt verwenden kann. Ja, das wäre eine Idee, ja. Die richtige Animation, wo man sieht, so wie er ausholt und dann die halt wegschleudert. So, ich bin auf Gesundheit 35. Ich muss. Schauen wir mal, ob Bandage was bringt. Doch, da steht er. Genau, nix. Ah, und ich habe zu wenig Futter in mir. Gut, dann gehe ich kurz mal rein und werde mich mit den. Ein Rucksack! Ja.
21er Schuhe. Naja. Ich vermute mal, dass die nicht besser sind wie meine. Ich bringe da auf alle Fälle jede Menge Kaktusfrüchte mit. Mhm. Oh. Hm? Ich muss Richtung Heimat, weil jetzt geht mir natürlich das Getränk aus und verlauter. Aber das ist jetzt zerdeppert. Ohne dass ich was rausgenommen habe. Und ich werde gleich die Gläser auffüllen, siehst du? Ja, gute Idee. Hast du Döschen, Dosen auch dabei? Dosen nicht, aber jede Menge Gläser in der Apotheke gefunden. Cool. Also die Dosen, cool, glaube ich, brauchen wir nicht mehr befüllen. Okay, dann werde ich es einfach austrinken. Und so. Sehr fein. Beim Retour frisst mir jetzt der Wolf, weil ihm sein Hirsch gestohlen hat. Tio, das ist eine andere Geschichte. Das müssen wir zerlegen. Habe ich irgendwas? Ja, ich habe ein Bier. Ich habe irgendwo, da ist es. Das Bier könnte man natürlich trinken, ne? Ob das was bringt, weiß ich jetzt nicht. Oh, scheiße. Und ich habe es gerade reingekübelt. Ein kleiner Rausch, ja cool. Ah, weil du nichts aushältst. Soll ich da die Brücke stehen lassen? Sagt die Dame, die gestern vom Sangria besoffen war. Es war ein Damenspitzel, sozusagen. So, ich weiß, der kürzeste Weg wäre natürlich nicht da lang zu unserem Haus, aber wie gesagt, wir füllen jetzt die Gläser auf. Oh, es ist 17:24 Uhr, wir werden dann nicht mehr rauskommen. Wir haben überlebt, ich bin total begeistert. Ja, darfst du sein. So, das war vielleicht nicht so gut, das wegnehmen. Oh, 15. Ich dachte, mich sieht wer, aber ich hab's richtig gehört, dass da einer herumschleicht. So. Gut. Gut oder nicht gut? Wo soll ich denn die noch hinfrümmeln? Ach, das muss ich reparieren. Das ist vielleicht nicht so gut. Aha, die kann man aufwerten. Cool. Ja, warum wir die Vogelnester noch nicht abbaue, die Brandi haben noch gesprochen. Wir werden die Vogelnester, die rund um unser derzeitiges um unsere derzeitige Base sind, alle auslooten und dann mal schauen, ob sie sich nach irgendeiner Zeit befüllen. Wir gehen zwar davon aus, dass sich die nicht befüllen, aber logisch wäre es ja eigentlich, wenn die sich nach Zeit dann wieder befüllen würden. Weil ja das nicht so wie der normale Hund zu sehen ist. So, ich bin da. Ah, cool. Abbauen? Ja, bitte darum. So, ich werde hier unten mal zumachen, damit nichts reinkommt, oder? Zumindest. Okay. Das lasse ich da gleich stehen. Yep. Und beginne mal meinen Loot auszuräumen. Beziehungsweise sofort mal was zu trinken, wenn wir schon da sind. Weil schon langsam wird es Zeit. Zumindest ein Glas.
kübeln wir uns jetzt mal rein. Sehr schön. Er hat es überlebt. Dann kommen jede Menge Dosen nach. Weil Flüssigkeit ist ja nicht mehr unser Problem. So, notdürftig zugemacht. Also. Die Überlegung ist, ob wir generell Erdgeschoss nicht zumachen und außen runtergehen. Ja, könnten wir, aber dann können wir innen wirklich so, jetzt überlege alles ich noch, mit Spikes zumachen. Aha, ne? Genau. Hm. Das ist meine Überlegung. 1, 2, 3. Da. Genau. So. Ich brauche Wood Frames. Ach, ich habe so viel Holz gesammelt und jetzt ist das Holz weg. Schimmelige Brot. Kacke. Blei. Ja, ich habe auch Durst. Ich komm schon. Schießpulver. So, ich werde. Sechs Fleisch wäre ja gleich verarbeiten, aber das würde ich sagen, erst dann konsumieren. Nein, wir verarbeiten es nicht. Wir verarbeiten es nur, wenn wir es unbedingt brauchen. Weil das verkohlte Fleisch wesentlich weniger gibt als ein richtiges gegrilltes. Und ich schmeiß die Juckerflut rein. Ich schau jetzt noch, dass ich restlichen paar Punkte damit schaffe. Dann kriegst du alle Juckerfluts, die noch da sind. Ich hab Durst. Ist drinnen. Jede Menge Dosen. Sehr schön, ja. Und da drinnen sind jede Menge Gläser befüllte, die gerade abgekocht werden. Und 15 müssten voll die drin sein. Die Dosen könnte eigentlich scrappen. Nein, lass es mal. So. Ich lasse noch. Ja. Sicher, bitte. Sicher. So, 91. Das haben wir mal gefüllt. So, du willst was reinlegen? Ja, die Juckerfrüchte lege da rein. 17 sind drinnen, da solltest ein schönes Stück wieder nach oben kommen. Dann Vitamintabletten habe, Schmerzmittel habe. Ah, übrigens, ich habe einen riesigen Verbandskasten gefunden, einen großen. Mhm. 5 Erste Hilfe sind auch drinnen. Okay. Plus noch einmal eines. Erste Hilfe verbinde so. Ein bisschen die Patronenhülsen. Ich kübel jetzt einfach alles rein. Ja, kann ja sein, dass ich was übersehen habe. Ich werde dann meins dazu geben. Und aus den Tierhäuten mache ich sofort Leder, du kannst rein. Gut. Halleluja. Haben wir schon einiges gesammelt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Den Bellos hast du schon gebaut, ne? Nein, nein, den habe ich noch eben noch nicht, weil 2 Leder fehlen. Ah, okay. Ich habe da das Ding ein bisschen Clay gesammelt. Wo ist das? Da ist es. So, nachdem du der Bauspezialist bist, lege ich das aber nur rein. Ich bin gerade. Ja, du noch. Kannst schon. So, er ist drinnen. Oder es ist drinnen. Was nehmen wir noch? Die Schneebären nehmen wir 4 Stück. Ich will diesen Safe öffnen. Jetzt noch nicht. Hey, Golden Rod. Wir haben 46 Golden Rod. Ich werde ein paar wenige Samen machen und den Rest abkochen, oder? Ja, einige Samen. Ja, einige Samen. Gut. Ja, so 40, 50 Samen könnten wir. Okay. So. Ja, ich bin am Dach oben, da seht ihr auch unsere erste Baustelle. Die Tibra versucht hier einen kleinen Dachgarten anzulegen. Mein Klassiker. Und zwar, das kann ich vielleicht nur kurz herzeigen, weil da bin ich jetzt einfach drüber hinweggelaufen. Wo sind die da? Ihr seht ja, da ist hier ein Block zusätzlich aufgestellt worden von der Tibra und sie beginnt da schon mit den Säulen, wie ich sehe.
Und sie zieht da jetzt eine Dachebene ein, auf der Höhe. Yep. Und da werden wir unseren ersten Dachgarten bauen. Damit wir zumindest mal ein bisschen... Dass wir ein bisschen was anbauen können und... Ich werde das verkohlte Fleisch auch essen. Kannst du ja. Yucca-Fruits hast du alle? Ah, die kommen jetzt als nächstes. Also ein Großteil habe ich schon. Okay. Aber es bringt doch mehr. Ja, aber Yucca-Früchte kann ich jederzeit wiederholen. Stimmt auch wieder. Ah, ich kann Yucca-Seed fast die Früchte machen. Mhm. Ich kann auch ein paar, ne? Ja, man kriegt halt dann Yucca, ne? Man kriegt... Ja, ist aber egal, weil aus der Yucca kommt der hatte. Was ist jetzt? Ah, Zombie. Wanderhorde. Cool. Ja, und jede Menge. Alter, sind das viele. Ach. So. Und wandern die bei uns durch? Da geht's noch. Ja, ja. Ich stelle mich da raus. Möglicherweise kann es zu mir ziehen. Und du könntest vom Plateau auf sie schießen. Vom Plateau? Ja, von dem Gerät. Ah, da, super, die Spikes verrichten ihre Arbeit. Ah ja. Der erste Spike-Job. Oder noch besser, ich stelle mich dorthin. Wenn ich da rausstelle, müssten sie eigentlich... So, wenn ich da herstelle... Da kommt noch einer. Ich glaube, sie sind alle weg. Soll ich runter looten? Wenn geht. Sind doch nicht wirklich, oder? Ja, klar. Da, was ist da los? Ach, da ist er. Zu Schwerin? Ja. Ja, da ist 6. So. Das ist aber noch wo einer. Schau mal, ob mir jemand folgt. Wenn ich da herstelle. Nein, nicht wirklich. Ah, der packt da unten wo fest. Dass ich ihn schaffen. Ja, die beginnen gleich zu laufen, also jetzt runtergehen war Blödsinn. Schade um den Blut. Ja, was haben wir uns noch überlegt? Wir werden hier aufmachen und das wird so unser Boris. Nein, machen wir jetzt nicht, ne? Weil wir haben gesagt, wir gehen außen runter mit den Blutframes. Ja, genau. Also das haben wir verworfen. Man könnte da eigentlich gleich hochrüsten, ne? Das Plateau. Wenn du noch Holz hast, ja bitte. Das hier wird unsere Aktionsbasis. Für die nächste Zeit, ne? Genau. Ich habe leider mein gesamtes Holz verbaut für Woodspikes. Die brauchen relativ viel. Ja, die brauchen eine Menge. So, ich habe da noch 2 Woodframes oder einen Woodframe dran gesetzt. Könntest du den bitte hochrüsten? Ja.
nervt. Jo. In der Nacht wird gebaut. Am nächsten Morgen seht ihr, wie es ausschaut. Ja, bis dahin, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schaut wieder rein und tschüss. Ciao, ciao.